Heute dreht sich bei uns alles um das Thema Essen. Dass die Japaner ihr Essen gerne roh essen, ja, das wissen wir. Noch lieber mögen sie aber lebendige Gerichte, egal ob eingelegte Wespen oder frische Maden. Wir sind nach Japan gereist und haben dort skurrile Essgewohnheiten entdeckt. Frisch geschlüpfte Babyfische als Vorspeise. Und Eis mit Pferdefleischstücken. Die Japaner mögen ihr Essen roh. Aber noch lieber lebendig. Wespenschnaps. Garnelen. Fischhoden. Was lebt, ist frisch, sagen viele Japaner. Und können gar nicht verstehen, warum wir in Europa immer alles kochen. Wer denkt, dass Japaner am liebsten Sushi in modernen Sushi-Bars essen, der hat sich gründlich geirrt. Zwar gibt es in Japan auch jede Menge Fastfood, aber am liebsten essen die Japaner ganz woanders. Hier, mitten in den unscheinbaren Wohnvierteln, gibt es die sogenannten Izakayas. Das sind winzige Restaurants, vergleichbar mit einer Eckkneipe in Deutschland. Hunderttausende gibt es davon in Japan. Sie sind der beliebteste Ausgehort für Japaner. Seit 40 Jahren betreibt Susumu Shibata sein kleines Izakaya. Seit er ein kleiner Junge gewesen ist, hat er davon geträumt, Koch zu werden. Aber gemäß den strengen japanischen Traditionen hätte er es eigentlich nicht gedurft. Köche müssen in Japan Rechtshänder sein. Ich bin aber Linkshänder. Jahrelang habe ich meine rechte Hand so hart trainiert, dass ich heute mit dir schneiden kann. Denn es war immer mein Lebenstraum, ein Restaurant zu besitzen. Es ist 17 Uhr. In 2 Stunden wird Susumu sein kleines Restaurant öffnen. Kurz vorher geht er erst einkaufen, auf den Fischmarkt um die Ecke. Susumu kauft die Zutaten für seine Gerichte jeden Tag frisch ein. Für sein Restaurant sucht er noch lebendige Fische. Und davon gibt es hier jede Menge. Viele Japaner erwarten von einem guten Restaurant, dass die Fische bis kurz vor dem Essen leben. Ein frischer Beweis. Das hier ist mit das Edelste, was man anbieten kann. Der Hoden wird rausgeschnitten und direkt serviert. Der Fisch ist teuer und leider haben manche der Jungtiere noch keine Hoden. Deshalb ist es für mich immer ein Risiko. Susumu bestellt den Fisch trotzdem. Außerdem 2 Kilo Garnelen, 4 Giftfische, Walfleisch und frisch geschlüpfte Babysardellen. Alles wird später ins Restaurant geliefert. 19 Uhr. Die Gäste kommen. Früher gingen nur Geschäftsmänner nach der Arbeit zum Essen und Trinken in die kleinen Izakaya-Restaurants, die oft nur von einem Koch alleine betrieben werden. Heute gehen vor allem Familien hin. Das Restaurant von Koch Susumu hat natürlich auch eine Tageskarte. Aber der Koch ist bekannt dafür, dass er seinen Gästen auch immer etwas Außergewöhnliches anbietet. Los geht es mit der Vorspeise. Heute Shirazu, das sind frisch geschlüpfte Babysardinen. Heute hat er sie mit Wasabi verfeinert. Wie die Chinesen essen auch die Japaner mit Stäbchen. Allerdings ist es hier, anders als in China, absolut verpönt auszuspucken, zu rülpsen oder die Nase hochzuziehen. Die Japaner essen außerdem viel weniger Fleisch als die Chinesen. Der nächste Gang gilt bei vielen Japanern als absolute Delikatesse, Fischhoden. Der wird dem Fisch direkt aus dem Körper geschnitten. Der Fisch ist tot, seine Muskeln zucken aber noch. Was für uns befremdlich wirkt, ist den Japanern sehr wichtig. Alle Tiere sollen erst kurz vor dem Essen getötet werden. Das ist eine Tradition, die sich seit Jahrhunderten hält. Denn früher war das die einzige Möglichkeit, sicherzugehen, dass der Fisch nicht schon viele Tage alt war. Heute ist es für viele immer noch ein Gütesiegel für gute Restaurants. Noch vor 20 Jahren hätte das Familienoberhaupt die Delikatesse alleine gegessen.
und alle anderen hätten zuschauen müssen. Heutzutage herrscht in den meisten Familien aber Gleichberechtigung. Ehrfurcht vor dem Alter wie in alten japanischen Filmen gibt es im Alltag nicht mehr. Nächster Gang, Garnelen. Kennen wir in Deutschland auch. Aber die Japaner essen sie lebend. Für Koch Susumu sind gebratene Garnelen eine kulinarische Sünde. Eine lebendige Garnele ist mit einer gekochten nicht zu vergleichen. Wenn man reinbeißt, schmeckt eine rohe frisch und saftig. Gekocht oder gebraten schmeckt sie nach fast nichts mehr. Das Schälen der zappelnden Garnelen ist ein bisschen Übungssache. Bei Shibata muss man eine Woche vorher reservieren. So weiß der Koch genau, wie viel frischen Fisch er an einem Abend benötigt. Das hier ist für uns absolut nichts Besonderes. Es ist einfach nur die leckerste Art, Garnelen zu essen. Dann der erste Hauptgang. Fugu. Klingt harmlos, aber diese Kugelfische gehören zu den giftigsten der Welt. Zum Zubereiten brauchen Köche in Japan eine spezielle Lizenz. Wer Fugu ohne Behördengenehmigung zubereitet und serviert, der macht sich strafbar. Bei uns in Deutschland ist die Zubereitung von Fugu verboten. Immer wieder kommt es auch in Japan vor, dass Menschen beim Fugu-Essen sterben. Das helle Muskelfleisch kann man problemlos essen. Aber wehe, wenn man aus Versehen eine der blutroten Innereien wie Darm oder Leber erwischt. Wer sie mit isst, der hat keine Chance. Wenn sie eines der Teile mitessen, dann sind sie nach 3 bis 4 Stunden tot. Es gibt keine Medizin, die ihnen dann noch helfen kann. Fugu gehört zu den Gerichten, die Susumu fast jeden Tag in irgendeiner Form anbietet. Heute roh in dünnen Scheiben. Aber Fugu ist teuer. Viele Japaner versuchen deshalb trotz Verbots zu Hause Fugu zuzubereiten. Japanischen Kindern wird in manchen Schulen sogar beigebracht, dass sie niemals bei fremden Menschen zu Hause Fugu essen dürfen. Und dann kommt ein Gang, der selbst für eingefleischte Stammgäste etwas Neues ist, denn er ist sehr selten. Jetzt hilft auch die Frau des Kochs mit, beim Larvenpulen. Die Waben hat ein Lieferant aus den Wäldern am Fuße des Mount Fuji im Osten Japans gebracht. Aus einigen Larven schlüpfen schon fertige Wespen. Aus denen macht der Koch kurzerhand eine ganz eigene Spezialität. Wespenschnaps. Der ist vor allem in ländlichen Regionen beheimatet. Grundsätzlich trinken Japaner gerne Alkohol. Und hier lauert eine der wenigen Tischmanieren, die man als Europäer auf jeden Fall kennen sollte. Schenkt ein Japaner einem anderen Alkohol ein, dann erwartet er, dass der andere ihm wiederum einschenkt. Wer das nicht tut, wirkt sehr unhöflich. Wespenlarven sind in vielen asiatischen Ländern eine Spezialität. In Japan kann man sie auf verschiedene Weise bestellen. Susumu brät sie meistens an. Lauwarm serviert er sie dann zusammen mit Reis und ein paar Kräutern. Als Beweis für die Frische bringt Susumu seinen Gästen ein volles Larvennest an den Tisch. Er ist stolz, weil er weiß, dass nur wenige kleine Izakaya-Restaurants ihren Gästen so viele Gerichte aus allen japanischen Regionen anbieten wie er. Die Gäste stürzen sich gleich auf die lebendigen Larven. Nur die Tochter kann nichts damit anfangen. Dann bringt Koch Susumu die gebratenen Larven mit Reis und Sojasauce. Aber ausgerechnet der vorletzte Gang kommt nicht so gut an. Niemals würde ein Japaner sich beim Koch oder Kellner beschweren. Aber die Körpersprache ist eindeutig. Die angebratenen Larven schmecken Familie Shigeta nicht. Die lebendigen hier sind die leckersten, finde ich.
Die gebratenen sind nicht mehr so zart. Das finde ich auch. Und dann kommt ein Nachtisch, den bei uns wahrscheinlich niemand bestellen würde. Eis mit Pferdefleisch. Das hier ist das einzige nicht-traditionelle, das ich anbiete. Etwas ganz Neumodisches. Familie Shigeta hat es noch nie gegessen. Das Eis ist süß, das rohe Pferdefleisch gefroren und hart. Vor allem in den Großstädten Japans ist das Eis bereits ein Renner. In einem japanischen Restaurant darf man kein Trinkgeld geben. Das wäre beleidigend für den Kellner. Koch Susumu verabschiedet jeden Gast einzeln mit einer Verbeugung. Auch das ist Tradition in Japan und ein Zeichen von Höflichkeit und Dankbarkeit.